Christian Thies, SWR3. Haben Sie nicht etwas Wichtiges vergessen? Nein, habe ich nicht. Alles Gute zum 89. Geburtstag, Herr Reich-Ranitzky. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ja, aber es ist doch nur gut gemeint. Junger Freund, in meiner langjährigen Kritikertätigkeit habe ich eines gelernt. Und zwar? Gut gemeint ist stets das Gegenteil von gut gemacht. Nein, das habe ich aber jetzt gar nicht so gemeint. Ich wollte Ihnen doch nur einfach ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Geschenkt, mein Lieber. Apropos, haben Sie außer ein paar warmen Worten denn kein Präsent für mich? Oh, ich hätte unsere CD der Woche für Sie. Also ich könnte Ihnen daraus den einen oder anderen Song spielen und sogar auch widmen. Aha, und von wem ist das Hörbuch denn? Es heißt Graffiti Soul und ist von den Simple Minds. Graffiti, überall nur Graffiti, Wandschmierereien und Vandalismus. Wie heißt der Autor nochmal? Simple Minds. Simple Minds, haha, haben die geistig Armen die Regentschaft übernommen. Also gut, wie ich sehe, brauche ich Ihnen die Platte ja gar nicht zu schicken. Dann, also oder? Wenn, dann will ich einen Simple Mind in Buchform. Gut, wie soll das gehen? Schicken Sie mir einfach die Memoiren von Boris Becker.